Was wird das für ein Spiel werden? Die ewige Ungewissheit. Wir werden sie auflösen. Manni Breukmann und Frank Buschmann am Mikrofon. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und ich bin sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Man hört es mittlerweile ziemlich oft, Profifußballer, die in ihrer Freizeit zum Controller greifen und sich selbst spielen. Der Messi soll ja sogar mal gesagt haben, sein Videopendant, der könne Dinge mit dem Ball, die er selbst gar nicht drauf hat. Heute steht mit Borussia Dortmund ein Team auf dem Rasen, das wieder zu den Top-Teams in Europa gezählt werden muss. Tempo-Fußball, Leidenschaft, unglaublicher Support der Fans. So konnte sich Dortmund einige Titel auf nationaler Ebene erspielen und erreichten auch schon ein internationales Endspiel. Der verantwortliche Spielleiter heißt heute Lasse Lageroth. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Kagawa. Bender. Mkhitaryan. Und nun Adrian Ramos. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Können Sie die Flanke verwerten? Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Philippe Melo, Wesley Sneijder, ja, mit solchen Verzweiflungsschüssen lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Philippe Melo, Zweikampf um den Ballbesitz. Und nun Adrian Ramos. Borussia Dortmund, das ist eine Mannschaft, die zeichnet sich aus durch leidenschaftlichen Einsatz, durch viel Laufen und durch absolute Kampfbereitschaft. Für mich der Knaller bei BVB, die Südtribüne. Wahnsinn. Mkhitaryan. Da musste er aber auch den Ball ins Ausspiel. Wesley Sneijder. Kagawa. Bender. Wunderbarer Pass. Achtung! Lässt! Und jetzt haben sie es. Das Tor! Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive.
Wesley Sneijder. Steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Kagawa. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt wird es brenzlig. Jetzt zieht er ab. Und wenn er jetzt getroffen hätte, dann lägen sie nicht mehr hinten. Erik Durm. Kagawa. Bender. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Reus. Kehl. Und nun Adrian Ramos. Marco Reus. Oh ja, ein harter Zweikampf. Felipe Melo. 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Manchmal weiß man ja schon zur Halbzeit, wie es am Ende aussehen wird. Aber die Führung hier, die knappe, sagt noch nicht viel aus. Nee, Manni, also definitiv nicht. Das ist alles andere als ein Ruhekissen. Das, was wir hier in den ersten 45 Minuten gesehen haben, lässt alles offen. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Wesley Sneijder. Alex Telles. Kagawa. Und nun Adrian Ramos. Kagawa. Ja, der Spielaufbau war hier vielversprechend, aber dann ist der Ball auch schon wieder futschicato. Wesley Sneijder. Alex Telles. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Yasin. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Ah, über die Flügel. Da soll jetzt mehr kommen. Und nun Adrian Ramos. Mkhitaryan. Abgefälschter Ball und im Aus. Jetzt macht der Trainer seinen ziemlich unglücklichen Auftritt ein Ende und nimmt ihn vom Platz. Das war insgesamt gesehen nicht sein Zuckertag, oder Buschi? Ganz sicher nicht, Manni, aber das kann hin und wieder kann das einfach passieren und ich bin mir sicher, dass wir einen ganz anderen Spieler in der nächsten Partie sehen werden. Marco Reus. Erik Durm. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Kagawa.
Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Jetzt nimmt er die taktische Veränderung vor. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Kagawa. Ein Versuch der Balleroberung. Gefährliche Flanke. Geht er rein? Tarik. Kagawa. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Wesley Sneijder. Felipe Melo. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Piszczek. Marco Reus. Aubameyang. Wesley Sneijder. Ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Wenige Minuten noch zu absolvieren und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Kagawa. Ein Freistoß, das könnte vielleicht schon die letzte Chance sein. Für dieses Foul sieht er gelb. Boah, da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Keine andere Option für den Referee. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Spielte einen langen Ball ins Spielfeldzentrum. Ja, dann ist so ein kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht rankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Tarik. Gündogan. Aubameyang. Jetzt schießt er und vorbei. Er kann den Ball nicht festhalten. Die Flanke kommt gut. Der könnte passen. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich. Hauchdünn, hauchzart. 1:0 ist das Schlussergebnis. Es war spannend, es war hochklassig. Ich denke, Sie haben genauso viel Spaß bei diesem Spiel gehabt wie ich. Mani Breukmann sagt Tschüss, bis die Tage.